Herzlich willkommen bei Schramme der Talk. Schramme der Talk, das ist benannt nach der alten Zeller Straßenbahn, die so lang schrammte durch Celle und quietschte. Und ja, es geht auch um die Schrammen im Leben. Und heute natürlich auch beides wieder. Ich begrüße ganz herzlich Oliver Schmidt. Danke dir. Oliver, du siehst eigentlich gut aus dafür, dass du 169 Jahre Knast hättest haben sollen. Danke. Dafür siehst du sehr vital aus. Ja, gut, es sind dann ja auch nicht 169 Jahre geworden. Es sind dann ja letztendlich nur 7 geworden. Und dann ist es ja so, in Amerika kriegst du Reduktion in der Haft für gute Führung. Also wenn du dich gut führst, kriegst du pro Jahr, wo du dich gut führst, 54 Tage Reduktion. Damit sind 7 Jahre sind nur 6 Jahre. Und dann habe ich mich ja im Rahmen der Haft noch nach Deutschland überstellen lassen. Und in Deutschland hast du ja die Chance, auf Halbstrafe als Ersttäter und besonders Wirtschaftstäter auf Halbstrafe entlassen zu werden, sodass ich dann letztendlich etwas mehr als 4 Jahre nur statt der von dir angesprochenen 169 im Gefängnis verbracht habe. Sonst könnten wir jetzt hier heute auch nicht sitzen. Du sagst aber ziemlich lässig nur, also das waren schon 4 harte Jahre und da gucken wir heute mal so ein bisschen rein, was du da erzählst. Aber vielleicht fragt sich der eine oder andere, wer ist eigentlich Oliver Schmidt? Und Oliver Schmidt kann man bei Wikipedia nachgucken. Okay. Ich habe das natürlich auch gemacht. Da steht Oliver Schmidt, ein deutscher Ingenieur und ehemaliger Manager von Volkswagen in den USA. Er wurde wegen Beteiligung am Abgasskandal von einem US-amerikanischen Gericht als zweiter Deutscher nach James Robert Liang oder Lyon im Dezember 2017 zu 7 Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt. Richtig. Du warst im Urlaub. Manchmal ist das gefährlich, wenn man in den Urlaub fährt und bist nicht mehr zurückgekommen. Richtig. Also ich war mit meiner Frau zusammen im Urlaub. Wir sind nach Florida geflogen, wie eigentlich jedes Jahr Weihnachten. Und das Merkwürdige ist ja auch, wir waren das Jahr davor auch schon da. Als diese ganzen Ermittlungen wegen Dieselgate liefen in den USA, waren wir das Jahr davor da. Und von der Staatsanwaltschaft war mir auch freie Einreise zugesichert worden. Und wir haben dann auch, im Nachhinein war es natürlich ein Fehler, wir haben dann den Staatsanwalt über meine Anwälte wieder angeschrieben, haben gefragt, wie ist das denn, gilt das noch mit der freien Einreise? Und da hat er nur darauf geantwortet, er kann da nichts zu sagen, der Status hat sich nicht geändert. Habe ich mir gedacht, naja, dann ist ja okay, dann kannst du ja einreisen und so. Und dann ist mir Folgendes passiert, wir sind eingereist nach Florida ohne Probleme, sind dann für 5 Tage nach Kuba geflogen, um uns mal Kuba anzugucken. Und als wir aus Kuba zurückgekommen sind, war es so, du musst ja mit deinem Pass, dann entweder gehst du direkt zu so einem Officer oder für andere Reisen gibt es halt diese Automaten, die deinen Ausweis lesen. Ja. Und dann bin ich halt zu diesem Automaten gegangen, habe meinen Ausweis draufgelegt und dann ging die rote Lampe an. Oha. Bitte stellen Sie sich an diese Schlange an. Und es ist also standardmäßig jeder 7. oder sowas wird da rausgefischt, dachte mir so ein Mist. Und jetzt musste da halt durch und dann bin ich halt da hingegangen. So im Nachhinein, als ich dann natürlich die ganzen Unterlagen der Staatsanwaltschaft gesehen habe, habe ich gesehen, dass die Ermittlung gegen mich am 23.12. begonnen wurde und diese Einreise war am 24.12. Man hat also versucht, damit sicherzustellen, dass ich im Land bin. Ne? Ich denke, das wird der Hintergrund gewesen sein. Die werden halt irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie auf Deutsch heißt, so ein Fleck auf meinen Ausweis gesetzt haben, also ein Hinweis, dass wenn dieser Ausweis da kommt, dass dann bitte kontrolliert wird, ob ich auch wirklich einreise. Und dann hat ein FBI-Beamter so ein Affidavit geschrieben, also so eine Stellungnahme, auf Basis dessen dann der Haftbefehl erstellt wurde. Und das hat er halt auch in der Zeit gemacht, wo wir da im Urlaub sind. Und du warst ja lange Zeit in den USA. Wie lange hast du da gearbeitet? Also ich habe in den USA von 2005, 2006 das erste Mal gearbeitet. Da war ich in einem Marketingprojekt von Volkswagen. Da haben wir in Malibu am Strand gewohnt und waren so aus jedem Fachbereich von Volkswagen einer. Ich habe halt die Aggregateentwicklung vertreten. Da war ich 1,5 Jahre da und das hatte mir halt so gut gefallen, dass ich nochmal wieder hin wollte. Und dann bin ich 2012 bis 2015 nach Detroit gegangen und war dann da Leiter, das nennt sich Engineering and Environmental Office. Das ist also nicht nur die Zulassung, wie immer in der Presse steht, das ist der gesamte Kontakt für alles, was Entwicklungstätigkeiten im Bereich Antrieb betrifft. Ne? Also es ist halt auch VW auf Kongressen repräsentieren und sowas. Das habe ich halt viel gemacht. Ich denke auch jetzt im Nachhinein, wie gesagt, hinterher ist man immer so viel klüger als vorher. Im Nachhinein, ich war ganz oft auf Kongressen, habe VW da repräsentiert. Es gibt riesen Zeitungsartikel über mich aus der Zeit. Es gibt auch bei YouTube zig Videos aus der Zeit von mir. Ich denke, dass mich das auch mit zu einem Ziel gemacht hat.
weil ich halt wirklich bekannt war in Detroit. Es gibt da so ein Foto, wenn man mal guckt im Internet so von dir, ja, wie du da stehst. Und das ist wahrscheinlich das Foto, was wir von dir gemacht haben, als sie dich festgenommen haben. Ja. Das sieht schon ziemlich heftig aus. Ja, also, ja, da merkt man schon, boah, da ist schon der Schock ins Gesicht. Ja, das ist also die Vorgeschichte zu dem Foto ist halt, ich wurde verhaftet am Flughafen, das war so abends um 8 ungefähr. Dann wurde ich von den Beamten gleich vom Flughafen in dieses Federal Detention Center, nennt sich das, in Miami gefahren. Man muss unterscheiden, in den USA gibt es 3 Gefängnissysteme. Es ist nicht wie in Deutschland. In Deutschland ist die Justiz immer Ländersache. In den USA hast du 3 parallele Gefängnissysteme. Du hast die County Jails, die so dem Sheriff gehören. Dann hast du die State Prisons, was vergleichbar dem hier ist, ne? Ländersache. Du hast aber auch Bundesgefängnisse, die dem US-Bund gehören. Und ich wurde halt vom US-Bund angeklagt und dann musst du halt in so ein Bundesgefängnis. Also kommen wir da mit den Beamten an, vor diesem Bundesgefängnis, und dann war der Computer kaputt im Bundesgefängnis. Die konnten mich nicht aufnehmen, den Abend. So, und dann haben wir da wirklich 3-4 Stunden vor der Tür gesessen im Auto, und dann habe ich denen noch so spaßeshalber vorgeschlagen, komm, ich zahle das Hotelzimmer für heute Nacht. Das wollten die gar nicht. Ich verstehe gar nicht, warum. Und dann bin ich halt in das Broward County Jail, also in so einem Gefängnis, was von so einem Sheriff ist. Da haben sie gesagt, wir müssen dich jetzt in irgendein Gefängnis bringen. Und dann wurde ich in dieses Broward County Jail gebracht. Ich habe also schon 4 Stunden vorher gefesselt im Auto gesessen, irgendwo auf der Rückbank. Und dann wurde ich auf diesen Hof gebracht, und nachts wird es halt auch kalt in Florida. Ja. Und ich hatte nicht mehr so viel Angst schon zu der Zeit. Und dann dieses Foto ist auf dem Hof da vor dem Broward County Jail gemacht. Und klar, wenn du da 4 Stunden im Auto gesessen hast und mitgekriegt hast, dass die gar nicht wissen, wo sie dich hinbringen sollen, also da habe ich mich schon nicht so gut gefühlt. Weil zu der Zeit wusste ich aber noch gar nicht, worum es geht, warum ich festgenommen war. Also das erklärt vieles, ne? Ja. Wie das Foto ja, zustande gekommen ist. Das ist also die Geschichte des Fotos dahinter. So aussieht auch. Ja. Und du hast dann ja, wenn man das so ein bisschen nachverfolgt, eine Odyssee durch verschiedene Gefängnisse. Ja, in Deutschland dann auch nochmal, ja, aber erstmal in den USA. Ja, also in den USA, hatte ich jetzt erzählt, ich bin verhaftet worden in diesem Broward County Jail, habe ich die erste Nacht verbracht. Dann war ich ungefähr 3 Wochen im Federal Detention Center Miami, also ein Untersuchungsgefängnis auf Bundesebene. Und dann, was eigentlich so die schlimmste Gefängniszeit war, in den USA werden ja Gefangene wie Frachtgut behandelt. Die Bundesgefängnisse in den USA haben eigene Flugzeuge. Also es hat jeder schon mal den Film Con Air gesehen. Ganz so ist es nicht. Ja. Aber das sind beschlagnahmte Flugzeuge, die sie haben, wo alles rappelt und klappert und die überall kaputt sind. Und mit diesen Flugzeugen werden die Gefangenen von Gefängnis zu Gefängnis geflogen. Aber es geht alles über 2 zentrale Verteilzentren. Und das eine, was halt für mich dann zuständig war, ist Oklahoma. Direkt am Flughafen Oklahoma, es ist wirklich makaber, direkt am Flughafen Oklahoma ist dieses Gefängnis. Du landest auf der Runway vom Flughafen, oh ja, und dann fährt der direkt zu einem eigenen Gate, und das Gate geht direkt ins Gefängnis. Das ist wirklich so Massenabwehr. Ja. Also ich sag mal, wenn man sich so Videos anguckt, wie so Schweine zum Schlachthof getrieben werden, das hat Parallelen. Also das ist wirklich Massenabfertigung. Also sie haben 3.500 Leute Kapazität in diesem Gefängnis, und durchschnittlich sind die Leute 7 Tage da. Dann sieht man halt, wie viele Gefangene da täglich hin und her gehen. Da gehen täglich 2-3 Flugzeuge voll mit Gefangenen hin und her. Und dann, wie gesagt, dann war ich in Oklahoma, und dann begann eigentlich die wirkliche Odyssee. Dann bin ich von Oklahoma nach Detroit verlegt worden. Da gibt es auch so ein Bundesuntersuchungsgefängnis, da bin ich aber gar nicht hingekommen. Dann war ich erst in Hamtramck, nennt sich das. Das ist ein Stadtteil von Detroit, im Dickerson-Gefängnis. Dann war ich in Sanilac im County Jail. Dann bin ich wirklich in dieses Bundesuntersuchungsgefängnis gekommen. Dann zu jeder Gerichtsanhörung oder Gerichtsverhandlung wurdest du wieder zurück nach Dickerson verlegt. War dann immer mit Auschecken aus dem Gefängnis, wieder neu einchecken. Und dann am Ende war ich dann halt in diesem Bundesgefängnis in Milan, im Untersuchungsgefängnis. Und dann auf Anweisung des Richters wurde ich dann da auch in das normale Gefängnis verlegt. In den USA ist es eigentlich so, dass Ausländer bevorzugt in Privatgefängnissen untergebracht werden, weil die können sich nicht so dolle beschweren, die haben keine Lobby, und dann werden die halt in diese Privatgefängnisse gebracht. Und das war bei mir auch so. Ich sollte erst in so ein Privatgefängnis, so ungefähr 10 Stunden von Detroit weg, verlegt werden. Aber das war dann das einzige Mal, dass der Richter was Gutes für mich getan hat. Da hat der Richter sich dann eingesetzt, dass ich wirklich nach nebenan in dieses Gefängnis in Meilen gebracht werde. Ja, und dann von Meilen ging es weiter nach Deutschland. Bin dann halt, als ich überstellt wurde. Vielleicht nochmal, bevor wir nach Deutschland wechseln. Ja. US-Gefängnis, wir kennen hier in Celle das Gefängnis. Ja. Manche, die vom Bahnhof kommen, denken, das ist Schloss. Das Zeller Schloss. Ja. Ist es aber nicht, ist nur Schloss und Riegel. Ja.
Und wie muss man sich das so vorstellen, ja, also in den US-Gefängnissen? Also das ist sicherlich anders als in deutschen Gefängnissen. Also wie ich ja gesagt habe, es gibt drei Gefängnissysteme in den USA. Ich habe diese County Jails kennengelernt. County Jails ist was, wo Leute eigentlich sind, die so 30 Tage wegen besoffen Autofahren ins Gefängnis müssen oder weil sie ihre Frau oder ihren Mann verprügelt haben oder so. Solche Leute triffst du im County Jail oder die irgendwie kleinere Drogendelikte haben. Das sind alles nur so Kurzzeitgefangene. Die triffst du da. Da hast du sehr, sehr wenig Freiheiten. Das beste Beispiel ist da dieses Gefängnis in Senilek. Da war ich in einer 32-Mann-Zelle. Und in dieser 32-Mann-Zelle hatte kein Fenster. Die Toilette war so mitten in diesen 32-Mann-Zelle. Ne? Da war keine Mauer vor. Also so eine Mauer war vielleicht so hoch, so hüfthoch. Aber war alles mit freiem Blick. Die Duschen auch. Und Und wir sind halt auch nie rausgekommen. Ne? Du kommst aus diesem Gefängnis, du bist wirklich da in diesem Gefängnis mit 32 Mann nur dann da drin und kommst nie raus. Das ist halt County Jail. Und Bundesgefängnis ist halt dann eine ganz andere Nummer. Da gab es ja in Ende der 90er gab es mal eine Frau, Barbara Waters, die hat so einen Report geschrieben, wo dann diese Sache mit Club Fett, ne, wo man halt gesagt, also es gibt ja Club Met, kennt man ja. Und da hat die dann ja gesagt, Club Fett, weil die Federal Prisons alles nur Erholungsanstalten sind, die dann halt geschrieben hat, was da gab's. Da gab es Gefängnisse mit Golfplätzen und mit Badeanstalten und so. Das gab es aber alles nicht mehr zu der Zeit. Aber du hast halt in einem Bundesgefängnis wesentlich mehr Freiheiten. Du kannst morgens ab 6 rausgehen, kannst bis abends um 9 draußen bleiben oder in eine Bücherei gehen oder in eine Kirche gehen oder wo auch immer du hingehen möchtest, in die Wäscherei gehen, in einen Kaufmannsladen, was immer du willst oder arbeitest, wenn du einen Job kriegst. Und was natürlich nicht so schön war, wo ich hingekommen bin, da in Meilen, war ein sehr altes Gefängnis. Ich habe am Anfang in einem 120-Mann-Schlafsaal geschlafen, also so gut wie versucht, wie möglich zu schlafen. Ja. Das ist die begehrteste Handelsware da, waren in der Fabrik geklaute Ohrenstopfen, dass du überhaupt hören, also die konntest du sehr gut verkaufen. Ich hatte halt sehr früh einen Job in dieser Fabrik und dann hast du halt immer jeden Abend, wenn du rausgegangen bist, zwei Paar Ohrenstopfen aus Versehen noch in der Tasche gehabt, die du dann verkaufen konntest für irgendwas, irgendwelche Süßigkeiten oder ähnliches. Das war halt nicht so schön. Und dann gab es in diesem Gefängnis drei Hafthäuser, wo es zwei Mannzellen gab. Und eins der Hafthäuser war das Drogenprogramm. A, bin und war ich nie drogenabhängig. Damit wäre ich da also nicht reingekommen. Klar hätte man irgendwas vorspielen können, versuchen, wie es andere gemacht haben. Wollte ich aber so nicht. Hätte mir auch nichts gebracht, weil die Haftverkürzung, die ich dafür gekriegt hätte, hätte für mich nicht gegolten als Ausländer. Dann gab es ein Hafthaus, das war so für, nennen wir sie mal die Kranken, ob jetzt mental oder körperlich. Da waren dann halt Menschen bei, die hast du nur gesehen, wenn Medikamentenausgabe war, die sich dann da ihre Beruhigungspillen abgeholt haben. Und sonst hast du diese Menschen nie draußen gesehen. Und Arbeiter aus der Fabrik durften da wohnen. Und es gab ein drittes, das nannte sich Life Connection Program. Das war vom Lions Club und den Kirchen gesponsort. Das war ein 18-Monate-Programm, wo die Insassen auf den Wiedereintritt in die Gesellschaft vorbereitet wurden. Von jede Glaubensrichtung hatte ihren eigenen Pastor da. Es gab also, geleitet wurde das Ganze von einem protestantischen Pastor, der saß wirklich im Haus. Ja. Aber für jede Veranstaltung kam halt ein Moslem dazu. Es kam von Zeugen Jehovas da jemand dazu. Es war also immer, es kam ein Rabbi war sehr häufig da. Also es waren dann von jeder Glaubensrichtung. Ja. Für die Veranstaltung waren welche da. Multireligiös. Ja, genau. Da, die wurden alle religiös da. Und dann. Multireligiös. Multireligiös. Und da durftest du halt als Fabrikarbeiter auch wohnen. Ne? Ich hatte halt einen sehr privilegierten Job in dieser Fabrik und damit durfte ich dann da auch einziehen und habe dann da 2 Jahre in so einer Zwei-Mann-Zelle verbracht. Wenn man jetzt da fern der Heimat ist, ist ja natürlich die Frage, wie kann man Kontakte weiter pflegen? Ja. Weil vieles geht auch kaputt. Ja, Beziehungen gehen kaputt, Kontakte zu Freunden gehen kaputt. Wie hast du das hingekriegt, dass du trotzdem irgendwie Kontakte knüpfen konntest, vielleicht auch in den USA? Du hast da ein paar Leute gehabt, die dir plötzlich auch Zeitschriften geschickt haben. Ja, die kannte ich ja vorher. Also das war ja, ich denke mal, der größte Dank für die Kontakte geht natürlich an meine Frau, weil meine Frau ist damit hingezogen in die USA und konnte mich dann halt immer besuchen. Dann war es so, lass uns überlegen, ich hatte halt, wie du sagtest, ich hatte Freunde in den USA. Da musste man dann so unterteilen, da gab es dann so Freunde, die auf einmal gar nichts mehr mit mir zu tun haben wollten. Das war, ich war ja bei VW da, ich hatte am Ende irgendwie 30 oder 40 Leute in Detroit, die für mich gearbeitet haben, die durften nicht mit mir reden.
Das wurde ihnen von Anwälten von VW verboten. Ich habe in der ganzen Zeit keinen gesehen davon, ist keiner mich besuchen gekommen, obwohl ich wirklich 30, 40 Meilen nur weggewohnt habe. Einer hat sich getraut, meine Assistentin aus New York, die ist mich einmal besuchen gekommen. Dann habe ich, was du erwähnt hast mit den Zeitschriften, ich bin befreundet mit einem Zeitschriftenhändler aus den USA, oder das ist so ein Automobilia-Shop ist das. Ne? Ja. Du kriegst nicht nur Zeitschriften, du kriegst auch kleine Automodelle, große Blechschilder und alles Mögliche, was mit Auto, hier so Emaille-Schilder und all sowas, was es halt so an Autozubehör gibt. Der hat halt auch nur Autobücher und Autozeitungen. Der hat mich wirklich, der hat mir jede Woche 5 Zeitungen und ein Buch geschickt. Das war schon sehr hilfreich. Und was du dann noch im Gefängnis als Möglichkeit hast, ist, du kannst, du hast E-Mail. Der amerikanische Gefangene hat Zugang zu E-Mail. Das gibt es in Deutschland nicht. Das gibt es in Deutschland nicht, genau. Du hast Zugang zu E-Mail. Du darfst 30 E-Mail-Adressen da anlegen. Mhm. Die werden natürlich überprüft und alles. Und das ist jetzt nicht E-Mail, wie man es kennt, mit Outlook und mal noch ein paar schicke Bilder dranhängen. Das ist wirklich so ein Monochrom-Bildschirm mit 80x25 Zeichen. Und da kann man dann drin schreiben. Ne? Ja, man kann da nichts anhängen. Man kann da auch keine Emoji, keine Smiley-Emojis oder sowas oder andere Emojis dranhängen. Das geht nicht. Es ist alles rein textbasierend. Und damit konnte man dann halt kommunizieren. Das hat dann natürlich dann mit den Leuten, die dann, ich nenne sie jetzt mal meine Freunde, geblieben sind in Deutschland, mit denen habe ich kommuniziert. Das hat sich auch so ein bisschen verändert über die Zeit. Da waren dann Leute, wo ich von heute sagen würde, am Anfang wollten sie halt Kontakt zu mir haben, weil das ja ganz was Neues und Tolles ist. Aber dann ist das sehr schnell eingeschlafen. Dann war es nicht mehr interessant. Dann war es nicht mehr interessant nach einer Zeit. Aber da waren halt wirklich Leute, die dann die ganze Zeit mir geschrieben haben. Oder ich habe Besuch. Du darfst in den USA auf deiner Besucherliste 25 Leute haben. Und das ist auch ein großer Unterschied zum deutschen Gefängnis. Du hast so ein Punktesystem und du kannst in einem Monat ungefähr 40 Stunden Besuch haben. Wenn du das mit deinen Punkten richtig aufteilst und nicht ganz doof dich anstellst, kannst du ungefähr so 40 Stunden Besuch haben, plus die Feiertage, die noch dazukommen. Und du darfst 25 Leute auf deiner Besucherliste haben und maximal 5 Leute dürfen dich auf einmal besuchen kommen. Bei mir war es halt so, dass nach ungefähr 2 Jahren, also 1 Jahr im Gefängnis in Meilen, war die Besucherliste voll. Ja. Ne, also ich muss halt sagen, es sind alle Leute aus Deutschland gekommen. Meine Eltern, meine Geschwister, Freunde sind vorbeigekommen. Dann habe ich einen Freund in Bermuda, der ist einmal im Jahr mindestens hergeflogen. Ein Freund aus Kanada ist mich besuchen gekommen. Also es sind sehr viele gekommen. Und irgendwann hatte ich halt diese Liste mit den 25 Leuten voll. Bin dann wieder zu der Sachbearbeiterin da im Gefängnis, habe gesagt, hier, ich wollte noch besuchen. Nee, keine Besucher mehr anmelden. Sag ich, wie jetzt? Ja, du kannst nur 25 haben. Sag ich, ja, pass auf, die wollen jetzt hier aus Deutschland herfliegen. Ja. Die müssen wir jetzt hier eintragen und so. Nee, geht nicht, kannst du nicht machen. Und sie war dann wirklich sehr hilfsbereit. Sie hat dann gesagt, pass auf, es gibt einen Trick, den habe ich hier bisher noch nur sehr wenigen verraten. Der wird jetzt hier verraten. Der wird jetzt verraten, genau. Du darfst nur 25 aktive Besucher haben. Mhm. Du kannst so viele Leute, wie du haben willst, auf deiner Besucherliste, aber nur 25 dürfen Aktivstatus haben und dich besuchen kommen. So, dann hat sie dann halt gesagt, jetzt suchst du dir, es waren dann 5 neue. Jetzt suchst du dir 5 aus, die setzen wir auf inaktiv und wenn die dann mal wiederkommen, dann suchen wir wieder 5 andere aus und dann schieben wir das immer hin und her. Also es war dann so ein Spiel, dass ich ihr immer so eine interne Mitteilung schreiben musste, wo dann halt drauf stand, jetzt bitte diese Besucher inaktiv setzen, dafür die aktiv setzen, damit die rein konnten. Aber so hat sie mir sehr geholfen, dass überhaupt die ganzen Leute kommen konnten. Das war die Zeit in den USA und dann kam es plötzlich, dass du dann nach Deutschland kamst, oder war es geplant? Nein, es kam überhaupt nicht plötzlich. Du hast ja als ausländischer Gefangener in, ich glaube, 58 Ländern der Welt sind es inzwischen, die Möglichkeit, so einen Antrag auf Gefangenenaustausch zu stellen. Und Deutschland und die USA sind beide Mitglieder dieser Vereinbarung. Es war für Ich habe noch in diesem Federal Detention Center in Miami gesessen. Da habe ich meine Anwälte schon gebeten, schickt mir mal bitte die Unterlagen dazu, dass ich weiß, was das ist. Und als ich dann so langsam rauskristallisierte, ja, wir gehen nicht in den Prozess, weil die Gefahr doch zu hoch ist, dass ich im Prozess verlieren würde und dann 169 Jahre im Gefängnis bin. Wir einigen uns mit der Staatsanwaltschaft auf bestimmte Anklagepunkte, dann werden es maximal 7. Es sind dann auch 7 geworden. Und dann war halt die Frage so, wie geht das mit dieser Gefangenenüberstellung? Habe ich mich dann erkundigt und sobald ich dann, als ich dann im Gefängnis war, wurde mir auch eine Sachbearbeiterin zugeordnet, die das schon mehrfach gemacht hat. War sehr nett von denen im Gefängnis. Das war die meiste Erfahrung hatte. Die hat für mich diesen Antrag gestellt, die hat diesen Antrag auch für mich verfolgt. Und dann geht dieser Antrag halt ans Department of Justice. Dann können offiziell Leute Einspruch einlegen, haben natürlich auch welche gemacht.
Dummerweise hatte ich zu der Zeit ein also ein Zivilverfahren gegen mich. Es gibt ein deutsches Anwaltsbüro in Berlin, das hat sehr viele Kläger gegen Volkswagen beim Diesel vertreten und die wollten mich unbedingt vernehmen in den USA. Die sind dann auch mit ihrem Video-Equipment da reingekommen und ich habe komplett die Aussage verweigert. Ich habe meinen Namen gesagt und dann hab ich halt weiter nichts gesagt. Und die wollten halt, dass durch Haft ein Geständnis erzwungen wird. In den USA kann deine Haft ins Unendliche verlängert werden, wenn du irgendwelche Gefängnisse nicht preisgibst. Ich habe da so einen Goldtaucher kennengelernt, der hat einen Goldschatz gefunden, hat den versteckt. Und die Behörden sagen dann, nee, nee, das ist unser Goldschatz. Hat er gesagt, nee, ist nicht euer Goldschatz. Der sitzt seitdem im Gefängnis und verrät nicht, wo dieses Gold ist. Und also die können dich dann ewig halten und das wollte er bei mir auch erreichen. Und in der Zeit wurde dann die Behandlung dieser Gefangenenüberstellung ausgesetzt. Das waren dann 11 Monate, die mich das leider gekostet hat. Dann kam noch Corona dazu, aber so ganz langsam ging dann der Prozess. Im August 19 habe ich erfahren, dass das von den US-Behörden genehmigt ist. In Deutschland war es dann hier eigentlich nur eine Formsache, die Genehmigung. Dann war es irgendwann im Dann kam halt Corona, so März 20 kam es heftig ins Gefängnis. Und dann im Juni 20 hatte ich nochmal eine Gerichtsanhörung, wo ich dann halt sagen musste, ja, ich bin damit einverstanden, dass ich überstellt werde und so weiter. Und dann im September 20 wurde ich überstellt. Das heißt, wie lange warst du insgesamt jetzt in den USA in Haft? Ja, von Januar 17 bis September 20, also Okay, etwas mehr als 3,5 Jahre. So, und dann war es halt so, es war Corona, dann wurdest du halt in Quarantäne gesteckt. Das ist wie Isolationshaft. Ne? War halt 21 Tage in den USA in Isolationshaft, dass man sich sicher war, dass ich kein Corona habe, wenn ich überstellt werde. Dann bin ich von Angestellten des Gefängnisses nach Frankfurt gefahren, nach Detroit gefahren, nee, nach Chicago, Entschuldigung, nach Chicago gefahren wurden, weil die Direktflüge aus Detroit gestrichen waren zu der Zeit. Wurde dort von Beamten des LKAs übernommen. Die haben mich dann mit ins Flugzeug gesetzt. Das waren dann auch so sehr merkwürdige Geschichten. Ich sitze dann in diesem Flugzeug und dann gibt es Essen. Und in dem großen Jumbojet saßen nur 60 Passagiere. Also haben alle das Essen der vorderen Klassen gekriegt. Da kam natürlich richtiges Besteck mit. So, ich habe überhaupt nichts mehr gedacht. Ich packe Gefährlich. das so aus und so, habe das Messer in der Hand. Da tippt mich so der eine Beamte von der Seite an und sagt, du darfst jetzt nicht mit diesem Messer essen. Sag ich, wie jetzt? Sagt er, nee, du darfst nicht mit diesem Messer essen. Sagt er, du könntest mich doch damit erstechen. Sag ich, habe ich aber gar nicht vor. Sagt er, ja, aber vorsichtig und so. Ne? Und dann Vorsichtig essen. durfte ich mit dem Messer da dann mein Steak oder was das war im Flugzeug zerschneiden. Und als nächstes kam dann, es gab natürlich einige Filme, die ich gerne sehen wollte. Die waren alle in diesem Infotainment-System. Und da habe ich dann halt, kam dann Kopfhörer. Und ich packe mir diese Kopfhörer mit diesem dünnen Draht um. Packe ich, und dann sagt er, nee, die darf ich nicht benutzen, die Kopfhörer. Da könnte ich mich, genau, da könnte ich mich ja mit erdrosseln. Sag ich, das habe ich aber auch gar nicht vor. Ich will eigentlich nach Hause. Ich bin jetzt froh darüber, hier mit euch zu sitzen. Und ich hatte im Gefängnis solche Kopfhörer die ganze Zeit. Wenn ich das gewollt hätte, hätte ich gesagt, ja, aber er müsste es mir sagen. Gut, dann durfte ich dann halt da die Filme gucken. So, dann bin ich in Frankfurt an die Bundespolizei übergeben worden. Habe dann nochmal in Corona-Quarantäne 16 Tage in Frankfurt gesessen. Bin dann von Frankfurt nach Kassel, von Kassel nach Hannover, von Hannover nach Sehnde überstellt worden. Dann hat man in Sehnde gemerkt, dass ich da ja gar nicht hingehöre ins Gefängnis, dass meine Sicherheitseinstufung niedriger ist als das Gefängnis in Sehnde. Also bin ich wieder von Sehnde zurück nach Hannover und bin dann in Uelzen gelandet und dann bin ich im Januar 21 aus Uelzen entlassen worden. Hab dann halt in Uelzen auch erst geschlossenen Vollzug, bin dann relativ schnell in den offenen Vollzug gekommen und bin dann aber auch relativ schnell entlassen worden. Bei mir dreht sich schon alles, wenn du die vielen Orte nennst in den Ja. USA Ja. und Deutschland. Ja. Das ist aber eigentlich gar nichts dagegen, wie sich ja dein Leben geändert hat. Also von einem Moment auf den anderen. Man denkt, ich bin im Urlaub, fliege jetzt nach Hause und dann Ja gut, ein es total ist ja nicht, anderes Leben. ja, es ist ja nicht nur, ich bin im Urlaub und so. Man muss halt überlegen, ne, was hatte ich für einen Job bei VW? Ich hatte ja einen relativ, sagen wir mal, exponierten Job bei VW. Habe VW überall repräsentiert. Ich weiß nicht, weiß nicht, bei wie vielen Regierungen ich war, mit denen verhandeln in der Zeit bei VW. Dann, du bist immer nur Business geflogen, hattest Zugang zu allen Airport. Ich bin ja in der Airport Lounge verhaftet worden. Ne? Ich bin ja nicht normal am Flughafen. Wir haben schön In der schönen in Lounge, der schönen genau. Lounge gesessen und da bin ich dann auf dem Klo verhaftet worden. Und das war halt wirklich so, wie man so nennt, so ein Highflyer-Leben. Ne?
Ne, immer schön Dienstwagen, 2 Stück für die Ehefrau auch einen und so. Und immer viel Geld jeden Monat, viel Schmerzensgeld und so. Das war schon ein tolles Leben. Und das ist halt alles weg. Ne? Das muss halt das, weil das ist halt dieser Schnitt, dass du wirklich von diesem Moment von heute war ich dann noch im Urlaub, habe in dieser Lounge gesessen, ja, und dann 5 Stunden später liegst du im Broward County Jail ohne Matratze auf so einer 60 cm breiten Edelstahlpritsche, wo du dann schlafen sollst. Also das ist dann so, das ist so ein wirklich krasser Einschnitt. Und morgens, Chris, es gibt viel, was ich ungerne esse. Es gibt aber manche Sachen, die ich wirklich gar nicht esse, weil ich sie nicht runterkriege. Dazu zählt Haferschleim. Ich kann das Zeug, ich ertrage es nicht. So, den Morgen natürlich, wie dann auch später jeden Morgen im Gefängnis, kriegst du so eine große Schüssel Haferschleim vor. Ich hatte Hunger wie Sau und du kriegst so eine Riege, es ging nicht runter. Ich habe es nicht runtergekriegt. Und das ist dann halt dieser Unterschied, ne? Wo du dann halt weißt, vorher im Urlaub, wo man dann so vorher bei Yelp oder Google guckt, oh, was gibt es denn hier für schöne Frühstücksrestaurants? Ja, lass uns mal hier hinfahren, lass uns mal da hinfahren. Und da kriegst du dann so ein einmal Haferschlotze auf den Tisch geschnitten. Ein krasser Einschnitt ins Leben. Und du hast mir auch mal gesagt, mir sind so 3 Sachen wichtig geworden im Leben. Also du hattest ja viel Zeit zum Nachdenken. Also, Kontakte, die früher wichtig waren, die gab es nicht mehr. Ja. Leute haben sich auch nicht mehr gekümmert. Ja. Andere haben sich mehr gekümmert. Also da hat es wirklich eine Veränderung gegeben. Ja, also was du ansprichst, ist ich habe für mich in meinem Leben jetzt so ein Ranking gefunden. Ne? Was ist wichtig und was ist dann doch nicht mehr so wichtig? Und was ich halt festgestellt habe, das Allerwichtigste, was du hast, ist deine Gesundheit. Es ist das Allerwichtigste, was du hast. Was hat mich zu der Erfahrung gebracht? Ich habe mir im Gefängnis mal den Ischiasnerv eingeklemmt. Denkt man sich jetzt so, ist ja nicht schlimm, aber er war wirklich schlimm eingeklemmt. Zu der Zeit habe ich noch in so einem 120-Mann-Schlafsaal geschlafen und zur Medizinstation sind so 150 Meter ungefähr. Und du hast einmal in der Stunde 10 Minuten, wo du dich von A nach B bewegen darfst. Ich habe es in den 10 Minuten kaum geschafft, diese 150 Meter zu schaffen. Ne? So mit an der Wand festhalten und so. Und dann gehst du halt dahin und dann kriegst du Kopfschmerztabletten gegen den eingeklemmten Ischias und sowas. Ne? Kriegst keine Spritzen dagegen oder sonst was. Und da habe ich mir gesagt, das ist ja mal wichtig, dass du hier in diesem Gefängnis gesund bleibst. Ja. Habe dann halt da auch angefangen, ich hatte vorher schon so ein bisschen angefangen, Yoga zu machen, habe dann da halt weiter Yoga gemacht und hatte dann in diesem Life Connection Programm Haus, die haben immer einen Yoga-Trainer da gehabt und der da war, ist entlassen worden in der Zeit, wo ich da war. Das hatte ich dann von dem übernommen, habe da so Yoga-Kurse gegeben, damit war für mich klar Gesundheit. Ne? Also da musst du dich selber drum kümmern, deine Gesundheit ist das Wichtigste, was du hast. Ne? Wenn du irgendwo nur rumliegst und für dich dahin vegetierst, ist halt, glaube ich, das Döfste, was es gibt. So, das Zweitwichtigste dann ist ganz klar, sind Familie und Freunde. Ne, weil wenn du dann ohne Unterstützung da bist, ich habe es bei ganz vielen gesehen, man muss jetzt dazu sagen, das Gefängnis in Meilen ist bekannt dafür, dass der Anteil der Kinderschänder sehr hoch ist. Wobei, jetzt muss man dazu sagen, in den USA sind das nicht nur Leute, die Kinder physikalisch angefasst haben, sondern auch viele, die irgendwelche Bilder sich runtergeladen haben. Und da ist es so, der US-Staat macht das ja so, wenn der irgendwie Bilder beschlagnahmt, dann stellt er die selber wieder online und verhaftet die Leute, die dann sich das angucken. Mhm. Ne, sogenanntes Entrapment oder Fallenstellen ist in Deutschland verboten, aber wird in den USA sehr gerne gemacht. Dadurch ist der Anteil da halt auch sehr hoch, weil es wird den Leuten auch einfach gemacht, sich das anzugucken. So, da hast du viel, und da habe ich es halt erlebt, dass dann halt, wenn das dann rauskam, was mit den Leuten passiert ist, dass dass Ehen zerbrochen sind, Kinder, die Leute nicht mehr besucht haben, dass auch soziale Kontakte von den Leuten abgebrochen sind. Und ich hatte ja gerade erzählt, ich hatte Probleme, meine Besuchsliste zu füllen. Diese Leute hatten nicht mal wen auf der Besuchsliste. Genau. Vielleicht irgendjemand vom christlichen Besuchsdienst. Das war dann aber auch das Einzige. Mhm. Und das war dann halt so das Nächste dafür, was ich gesagt habe, okay, das ist das Nächstwichtigste. Und dann danach ordne ich die Freiheit ein. Also das ist halt, ich sag mal, ich will nicht sagen, man kann gut leben im Gefängnis mit den ersten beiden, aber man kann da ganz anständig leben. Ich möchte es nicht in irgendeiner anderen Reihenfolge haben. Die Freiheit als drittes Gut, wie merkst du das jetzt neu vielleicht auch? Es ist ja doch irgendwie eine eingeschränkte Freiheit auch erst nochmal für dich wahrscheinlich im Moment. Du darfst in USA zum Beispiel, da solltest du lieber nicht mehr hinreisen. Nee, ich darf nicht. Also wenn ich die USA betrete, weiß ich, dass ich gleich einen mehrmonatigen Aufenthalt bei den Immigrationsbehörden gebucht habe. Andere Länder auch noch, oder? Was ich nicht weiß, ist, es gibt in den USA eine No-Fly-Liste.
Das sind alle Leute, die sich nicht auf, ich glaube, 200 Meilen dem US-Luftraum nähern dürfen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich auf dieser Liste stehe. Das erfährst du erst, wenn du mal einen Flug buchst und dann nicht mitgenommen wirst. Genau. Und das weiß ich halt nicht. Nee, aber andere, also Kanada ist noch, ne? Wenn du Strafgefangener aus den USA dürfen nicht nach Kanada. Da kannst du dann nach 5 Jahren oder so einen Antrag stellen. Gibt es ja diese berühmte Story, George W. Bush, ne, ist als Jugendlicher mal für besoffenes Autofahren im Gefängnis gewesen, ein paar Tage. Das war in seiner Akte. Als er dann Präsident der USA war und zu seinem ersten Staatsbesuch nach Kanada wollte, konnte er nicht nach Kanada. Und das ist halt, ist alles öffentlich da drüben. Dann musste halt das Weiße Haus öffentlich diesen Antrag stellen, dass jetzt George W. Bush quasi in Kanada begnadigt wird und einreisen darf. Ja. Das war sehr witzig, es war so, weiß ich gar nicht, wann war er das erste Mal? 2001? Nee, davor noch ist er ja gewählt worden. Und jedenfalls, das sind halt so die Sachen. Das sind die beiden Länder, wo ich es weiß. Gut, dann gibt es noch so Länder, wo ich es nicht drauf ankommen lassen möchte, ne, wo man halt weiß, dass das da nicht so nett ist. So Korea möchte ich auch nicht wieder hin und solche Sachen halt. Aber sonst... Zum Schluss vielleicht nochmal vielen Dank für diese 3 Punkte, ja. Die, denke ich mal, auch für uns wichtig nochmal sind, die das nicht so kennen, im Knast zu sein. Ja. Wie sind so deine Perspektiven? Wie geht es jetzt bei dir weiter? Ja, wie gehen meine Perspektiven weiter? Also ich aktuell bin ich gerade im Umstieg von einem Job auf dem anderen. Ich habe bei einer Firma in Braunschweig gearbeitet, die dann aus finanziellen Gründen ihre gesamte Konstruktion entlassen haben. Da war ich dann halt als Konstruktionsleiter auch betroffen, leider. Und wenn jetzt alles klappt, werde ich zum 1.7. fange ich dann als Betriebsleiter/Geschäftsführer in einem kleinen Maschinenbaubetrieb im Harz an. Also ich habe einen Job, habe ich. Ich denke nicht, dass ich je wieder einen Job in der Automobilbranche kriege. Ich mache es teilweise zum Spaß, dass ich mich auf Jobs bewerbe, weil der Rekord ist die Absage in unter 24 Stunden. Ja. Wenn du dann dir das hinschickst, das ist dann so Key Account Management für irgendeinen Zulieferer in Wolfsburg. Da weißt du dann, dass die Absagen sehr schnell kommen. Aber ansonsten, ja, ist das so die Perspektive. Das Thema Knast, Gefängnis und so weiter. Das wirst du dein ganzes Leben wahrscheinlich nicht wieder los. Was ist dir wichtig, jetzt vielleicht da auch diese Erfahrung nochmal weiterzugeben für andere, die in eine ähnliche Situation kommen? Ja, wie ich ja gerade sagte, ne, ich habe für mich, also das Wichtigste ist, du musst irgendwas tun, dass du nicht verrückt wirst im Knast. Das ist ganz wichtig. Was ich viel gemacht habe, ist, ich habe viel geschrieben. Also am Anfang hatte ich natürlich mit meinem Fall viel zu tun. Ich hatte 7 DVDs mit Daten, die ich durcharbeiten musste und dann kommentieren musste. Also du hattest dann da so Terminals, wo du dich hinsetzen konntest. Da konntest du dir dann angucken, was an den Daten waren, konntest das kommentieren, an deine Anwälte schreiben. Das halt wichtig ist, dass du beschäftigt bleibst, dich nicht hängen lassen, ne? Also nicht aufgeben. Das ist für, so aus meiner Perspektive, das Allerwichtigste. Du musst halt, selbst wenn du im Gefängnis bist, musst du deinem Leben irgendeinen Sinn geben. Und mir hat halt am Anfang wirklich dieses Schreiben der Unterlagen, also das Bearbeiten der Unterlagen. Und danach habe ich dann halt angefangen, so ein Buch zu schreiben mal. Bin jetzt kein toller Autor. Es wird sicherlich noch, wenn ich das mal je veröffentliche, noch irgendeinen Ghostwriter bearbeiten müssen. Und das habe ich halt gemacht. Ich habe viel geschrieben. Und dann, was ich erzählt habe im Gefängnis, ich hatte einen Job in der Möbelfabrik da. Ich war im Werkzeugbau der Möbelfabrik. Ich habe als Yogalehrer gearbeitet. Ich habe als Instruktor in der Fahrradwerkstatt gearbeitet. Das war so eine Geschichte vom Lions Club, glaube ich. Der Lions Club hat im Schrott Fahrräder gesammelt und dann wurden da aus 3 Fahrrädern 1 gebaut. Sind neue Reifen, neue Bremsen und neue Bremszüge und sowas dran gekommen, dass die Räder verkehrssicher waren. Und dann wurden die Weihnachten immer bedürftigen Familien gespendet. Das habe ich halt gemacht und dafür habe ich halt dafür gesorgt, dass da Beschäftigung ist. Dann gab es bei uns im Gefängnis, hatte ich ja gesagt, es gab diese großen Klassenräume mit den großen Fernsehern. Da war es dann so, jede Glaubensrichtung hatte ihre bestimmten Stunden in diesen Klassenräumen. Ja. Da habe ich mich dann, ich will jetzt nicht sagen, das klingt doof, mit den Christen zusammengetan, aber zu der Zeit, wo die da halt Filme geguckt haben, habe ich mit denen Filme geguckt und da gab es dann halt auch so Aktionen, wenn dann Ostern oder Weihnachten waren, haben halt die Leute, die ein bisschen mehr Geld hatten, haben dann halt 3 Töpfe voll Süßigkeiten gekauft oder haben eine Pizza gebacken oder sonst was und haben dann das da halt mit allen geteilt. Sowas habe ich dann halt auch mitgemacht. Also das Wichtigste ist wirklich beschäftigt bleiben. Ja. Und dann, was mir geholfen hat, was ich gesagt habe, mit den Zeitschriften. Ich habe die ganze Zeit auch sehr viele Fachzeitschriften gelesen.
was du sagtest mit Leuten, die ich nicht kannte, das war wirklich so. Mich hat dann irgendwann mal so aus dem Blauen eine Frau angeschrieben, die ich vorher wirklich gar nicht kannte. Und die hat mir halt geschrieben, wie leid ich ihr tue. Und sie ist Deutsche, aber jetzt mit einem Amerikaner da verheiratet. Ihr Mann ist relativ hoch in der Automobilindustrie und hat halt zig so Spezialzeitungen abonniert. Und nachdem er sie durchgelesen hat, habe ich die dann immer Ja, gekriegt. klasse. Damit hatte ich dann diese ganzen Zeitungen, dass du halt so auch technisch auf einem Stand bleiben kannst, ne? Dass du halt wirklich nicht den Anschluss verlierst. Das ist noch, finde ich, ist auch noch wichtig. Ja, ganz herzlichen Dank, Bitte. Oliver Schmidt. Keine Ursache. Jetzt wäre es nochmal interessant zu gucken, wie ist der Vergleich so mit US- und deutschen Gefängnissen. Und deswegen werden wir beide noch eine zweite Folge Ja, machen gerne. und werden dazu einen interessanten Interviewgast haben. Und das verraten wir jetzt aber noch nicht Okay. und sagen an dieser Stelle erstmal, wir freuen uns auf den zweiten Teil Ja. mit Oliver Schmidt. Dann auch als Co-Moderator. Bis dann erstmal alles Gute aus Schramme der Talk. Danke.